Moin! Oder besser gesagt, Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia! Wow, was haben wir in der letzten Folge alles getan? Wir haben endlich Gold geweckt. Sie hat uns mit Schmackes eine gelangt. Wir haben ein Mikrofon, wir haben die Uhr, wir haben das Postamt endlich geöffnet. Und jetzt werden wir schauen, was hat es mit diesen Klappen auf sich? Was ist eine Ersatzkatzenschublade? Und warum schaut der Postputz unglaublich in was der Wäsche? Fragen wir ihn einfach mal. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ja, ich hab ja vor, umzuziehen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Das oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn es dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Party! Mir ist gerade aufgefallen, hier oben sind ja Symbole 1, 2, 3, 3 Paketstufen, je nachdem. Ich schätze mal, es geht um das Gewicht. Das ist ja nur offensichtlich. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie und das... Okay, gut, das haben wir alles schon gehört. Was mich natürlich am meisten interessiert, ob man hier funken kann. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Gut zu wissen. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Ist die Frage, wenn nicht privat, wie dann? Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Frage der Gibt Fragen. Es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Oh, wie langweilig. Verdammt. Pling. Naja, vielleicht können wir ein privates Gerät ja anmelden. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr heute bestellt, gerne. Morgen da. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Das macht Toni schon. Toni zahlt für mich. Die wird sich bestimmt freuen, wenn sie sein Privatfernsprechgerät innerhalb von 3 Monaten installiert bekommt, kein Wasser, kein Strom hat und nachts nicht schlafen kann. Das tut dir bestimmt ganz gut. Naja, ich gehe mal kurz was gucken. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Das ist genau meine Meinung.
Das frage ich mich schon die ganze Zeit über. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ernsthaft? Ersatzpostkatzen? Wie putzig. Ersatzpostkatzen? Wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Meine Güte. Und jetzt müssen doch mal alle im Chor diesen extrem geilen Zungenbrecher. Ersatzpostkatzen. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Nee, Potzdonner sagt er. Ich wollte jetzt Potzblitz sagen, weil es ja eigentlich was das gleiche ist. What? Bis später. Das war auch lustig. Ja, also sind da jetzt die Ersatzkatzen drin. Sehr interessant. Was haben wir hier? Oh, wie süß! Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Was haben wir hier in der Klappe? Oh, noch eine Katze. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Haben wir den Kaffee noch? Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Dieses Zucken im Auge. Ich habe noch das Narkotikum, das können wir bei der anderen mal. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Das finde ich auch. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Das ist so niedlich, die schläft fast ein und... Es tut mir leid. Das kann ich nicht mehr ansehen. Nee, das geht gar nicht. Okay, wie kommen wir jetzt auch mal zum Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Okay, dieses Mikrofon haben wir ja bereits. Was haben wir hier? Einen Dip. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Na, das wird auf jeden Fall passen. Kommen wir da ran? Fehler, Fehler. So. Dann halt nicht. Ich geh mal auf den Horchposten. Guck mal, was da abgeht. Ah, frische Luft. Und er scheint ja auch sehr... sehr tiefenentspannt zu sein. Was haben wir hier alles Schönes? Patch-Schrank? Schatz, das Taubenfutter ist alle. Na? Quatsch mal mit dem. Er sieht ziemlich relaxed aus. Der sieht... Na, ich glaube, ich spare mir... folgenden Kommentar lieber und rede einfach nur mit ihm. Hey, huhu, hallo. Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich wieder mal hier oben sein. Naja, ich muss aber ganz dringend mal funken. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Comprende. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern.
Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es klar, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, aber wirklich. Alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So Versteh und nicht anders. Das ist eine sehr gute Frage, wenn man gestern nichts zu tun hat. Wirst du nicht mal müde? Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Oder das... Ja, genau. Jetzt haben wir ein bisschen bequatscht. Können Kann wir jetzt funken? Jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Welche Arbeit? Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Ach. Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Kann ich jetzt Kopfhörer haben? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, aber das doch sowieso nicht. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Kann man die Tauben direkt anquatschen? Also mit dem Erdmagnetfeld habe ich auf eine Idee gebracht. Wir haben ja hier unser Erdmagnetfeld-Manipula-Dingsbums-Dings. Können wir das ihm vielleicht geben? Das habe ich seinem Chef geklaut. Besser er sieht es nicht. Können wir es in den Schrank packen? Nee, oder? Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Okay. Die Idee hätte von mir sein können. Mindestens. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Jeder weiß, dass sich Brieftauben am Erdmagnetfeld orientieren. Aber nur Profi-Ornithologen wie Rufus wissen, dass sich dicke Tauben an starken Erdmagnetfeldern orientieren, mittlere an mittelstarken und kleine an schwachen. Ausgerüstet mit diesem Spezialwissen sollte es ein Knack sein, für ordentlich Wirbel taubenstark zu sorgen. Dreh die Scheiben im Erdmagnetfeldmanipulator, um die grünen Relaisknoten vertikal aufzureihen. Drücke dafür den Relaisknoten in der Mitte der Scheibe. Das geht nur, wenn er aktiv ist. Die Anzahl aktiver Relaisknoten in einer Spalte bestimmt, welche Taube in welchen Taubenschlag zieht. Die linke Spalte manipuliert zum Beispiel die Feldstärke im kleinen Taubenschlag. Gerät ein Relaisknoten beim Drehen aus dem offenen Teil des Gehäuses, dreht sich die Scheibe so lange weiter, bis alle aktiven Relaisknoten wieder sichtbar sind. Soweit so easy. Jetzt muss Rufus nur noch herausfinden, welche Anordnung ihm einen Vorteil bringt. Jetzt geht's zurück. Klein, groß, mittel. Klein, groß, mittel. Okay, aber wie... Oh, da oben ist ein Bär, das ist ja cool. Ja, Vielleicht. Gurr. Okay, jetzt haben wir die 2 und die 1 getauscht. Reicht das schon? Ich versuch's einfach mal. Nee, wir überspringen. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Wenn jetzt auch welche. Ja. Mach mal die Tür mal zu. Man muss ja nicht sofort sehen, dass ich da was installiert habe. Hey, huhu. Hallo. Ja, was gibt's? Ich hab doch noch mal eine Frage zu den Tauben. Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, unglaublich. Das ist nicht faszinierend. Ich gehe dann mal. Mach das. Du Rufus solltest to eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Gehen wir mal wieder runter. Okay.
Ich hatte ja aber vor ganz, ganz langer Zeit geplant, die Coupons einzulösen. Die geben wir einfach mal in den Postbot. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. What? Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knickerfolie. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Das hat scheinbar geklappt. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht klappen sollte. Okay, also die Überfrankierung haben wir jetzt erreicht, indem wir dieser süßen, kleinen, niedlichen Drogenkatze den Kaffee verabreicht haben. Ich glaube, das lassen wir auch so. Vielleicht sollten wir... Die schläft doch fast ein. Die kriegt ja noch einen Schluck Espresso von mir. Hier. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Und jetzt machen wir Katzgeschwindigkeit. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Mindestens. Oh, diese süße Zucke im Auge. Ich sollte vielleicht nochmal hoch auf den Horchposten und gucken, dass ich die Tauben umkalibriere. Vielleicht sollte ich das so machen, dass die große Taube mit einer kleinen Taube tauscht. Du sagst es. Aber wie? Sind alle auf gleich geschaltet. Vielleicht sollte das dafür genug sein. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Das jetzt ist immer noch... Ah, okay. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Noch so aussieht wie vorher. Das wollten wir ja nicht. Wir haben noch ein paar Coupons. Gucken wir mal, was das nächste bringt. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Wo stimmt, zücken wir das denn jetzt die mal? Die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Ja, da schicken wir es hin. Wird initiiert. Das ist ganz gut, ja. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Dein großer Tag, Taubchen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht ganz so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Komm her, Süße, hier, dass er. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Ich hatte das Gefühl, dass es mit der ersten Kalibrierung am besten funktioniert hat.
mach's gut. Klappt nicht ein. Versuchen wir es nochmal mit dem Coupon. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine. Ah, ich glaube, an diesem Ablauf ändert sich nichts. Darum bringen wir das Adresse einfach mal. Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knickerfolie. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Plupp. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Go, Taube, go! Grrr. Grrr. Ich habe das Gefühl, dass, vielleicht sollte ich die dicke Taube auf die 1 setzen und die schwere Taube auf, also die dicke auf die 1 und die kleine auf die 3. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Die dicke auf die 1, das heißt... Okay. 3, 2, 1. Ich hoffe, das klappt doch so. Dass Dick jetzt auf Platz 1 sitzt. Dann müssten wir theoretisch... Ich versuch's einfach mal. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ja. Ich denke mal, die Katzen haben wir jetzt richtig eingestellt. Versuchen wir es einfach mal mit dem Coupon. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Ja. Geschenkgutschein geben. Adresse. Was? Schlupp, schlupp. Frankierung. Überfrankiert. Fehler, das Paket mit Frankierungsstufe 3 Auffüllung. Knickerfolie. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres. Klopp. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Ich glaube, ich hatte jetzt eine mittlere Taube. Los, Täubchen! Flieg und Sieg! Okay. Ich versuche einfach mal was. Wir haben jetzt die fette Taube in Taubenschlag 1 sitzen. Ich habe eine bessere Idee. Wir haben die Katzen jetzt so kalibriert, dass die definitiv mit der größten Frankierungsstufe versendet werden. Das heißt, ich würde jetzt gerne die kleinste Taube da reinkriegen. Nur wie? Jetzt haben wir heute die kleine auf der 1, 2 und 3. Das passt ja auch nicht. Ich brauche definitiv die kleine. Jetzt habe ich wieder die Fat Lady in R3, aber das ist nicht das, was ich wollte. Hm.
haben wir zwei Fat Ladies auf der 1 und der 2. Und gar keine Taube auf der 3. Ich lass sie mal so. Vielleicht bringt. Ich kann ja jetzt. Wenn ich die Frankierung auf normal setze. Also sprich auf doppelte Frankierung, auf einfache. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe hier diese Ja, nur scan die ein, die verifiziert. Adresse. Was? Weg damit. Oh, wie süß! Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind Auffüllung. Knickerfolie. Knick, hehe, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Das ist so süß. Aber es gibt keine Taube. Die Katze ist so niedlich. Ich hab jetzt. Da ist jetzt nichts passiert. Ich brauch definitiv. Das ist wieder so, wie ich es nicht haben will. Ich kann jetzt hier gerade nichts bewegen. Ich brauche die kleinste Taube auf der 1. Ach Quatsch, die kleinste Taube auf der 2 meine ich. Keine Ahnung, was ich tue. Jetzt habe ich gar keine in der 1. Verdammt. Wollen wir wirklich überspringen? Ich versuch's nochmal. Platz. Weil die mittlere Taube hat es ja nicht geschafft, das Paket weit genug zu bringen. Und wenn ich jetzt die kleinste Taube da drauf bringe. Ja. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen irgendwie rumprobieren. Und ja. Ich erwarte euch einfach wieder in der nächsten Folge von Leponia und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Oder so, oder nicht, oder wie, oder was?